Im Parallelogramm ABCD schneidet die Winkelhalbierende des Spitzenwinkels DAB die Seite CD in E so, dass die Distanz zwischen D und E gleich 7 ist und die Distanz zwischen E und C gleich 3 ist. Wie lang ist der Umfang dieses Parallelogramms? Hier ist dieses Parallelogramm A, B, C, D und hier die Winkelhalbierende des Winkels B, A, D, die die Seite D, C im Punkt E schneidet. Hier haben wir effektiv die Winkelhalbierende, denn die Öffnung von diesem Winkel ist dieselbe wie die Öffnung von diesem Winkel, Öffnung, die wir Alpha nennen. Wir wissen auch, dass der Abstand zwischen D und E 7 beträgt und der Abstand zwischen E und C 3 beträgt. Die Winkel D, E, A und B, A, E sind innere Wechselwinkel und haben demzufolge dieselbe Öffnung Alpha. Aber dann ist das Dreieck ADE ein gleichschenkliges Dreieck, weil die zwei Basiswinkel dieselbe Öffnung Alpha haben. Und daraus schließen wir, dass der Abstand zwischen A und D derselbe ist wie der Abstand zwischen D und E, das heißt 7. Und somit können wir sagen, dass der Umfang von diesem Parallelogramm 10 plus 7 mal 2 ist. Also der Umfang des Parallelogramms, das ist 2 mal 17, das heißt 34. Und demzufolge ist Antwort A die richtige.